medizinisches Prüfungswissen in 5 Minuten. Wir werden uns heute welchem Thema widmen? A. Angst bzw. die Angststörungen. Wow, wieder ein mächtiges Thema. Auch dieses werden wir in Unterkapitel teilen, sprich auf mehrere Videoclips verteilen. Wie gehen wir da am besten vor? Naja, zunächst gilt es festzuhalten, dass das gemeinsame Merkmal aller Angststörungen, das Angsterleben selbst, vegetative Symptome, die Angst vor der Angst und das Vermeidungsverhalten ist. Da aber je nach Kernsymptomatik unterschiedliche Angststörungen und Formen unterschieden werden in den Prüfungen, starten wir hier zunächst mit einem Überblick. Die einzelnen spezifischen Angstformen, die stellen wir dann in separaten Videos vor. So gehen wir es an. Das Thema Angst, und ich stelle mich ganz furchtlos der Uhr. Und Sie können Wetten abgeben, ob ich es diesmal in 5 Minuten schaffe. Sind Sie bereit? Die Uhr läuft. Frauen sind bei Angststörungen doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Lebenszeitprävalenz insgesamt wird mit 15%, zum Teil mit bis zu 25% der Bevölkerung angegeben. Genau wie Freude oder Wut ist Angst eine Basisemotion, die eine wichtige Schutzfunktion besitzt. Angst hilft, Gefahren besser einzuschätzen und in entsprechenden Situationen adäquat und schnell reagieren zu können. Gerät ein Mensch in eine Gefahrensituation, so verengt sich das Wahrnehmungsfeld. Die Gefahrenquelle wird fokussiert und Denken und Verhalten werden beherrscht von dem Drang zur Flucht oder Verteidigung. Zusätzlich zeigen sich immer körperliche Phänomene, die durch eine Aktivierung des autonomen Nervensystems hervorgerufen werden und die den Organismus in eine Handlungsbereitschaft versetzen. Alternativ zu der häufigen aktivierenden Reaktion kann eine Angstreaktion durch eine plötzliche Erweiterung der Blutgefäße auch zu einem akuten Blutdruckabfall und in seinem Gefolge zu einem Bewusstseinsverlust führen. In der evolutionären Logik kann sich der Organismus auch auf diesem Wege der Bedrohung entziehen. Er stellt sich einfach tot. Nach erfolgreicher Flucht bzw. Überwindung des Stressors kommt es dann rasch zu einer Rückbildung der psychophysischen Prozesse und der Organismus kehrt zurück in den ursprünglichen, ausgeglichenen Funktionsmodus. Das heißt, eine normale Angstreaktion ist situationsspezifisch und selbstlimitierend. Ihr Auftreten und ihr Ausmaß stehen im Zusammenhang mit einer nachvollziehbaren Gefahrensituation. Die pathologische Angst dagegen zeichnet sich durch ein Erleben aus, das ohne erkennbaren Grund bzw. als Reaktion auf ein objektiv ungefährliches Phänomen auftritt. Ferner kann sie sich auch völlig ohne Bindung an ein Objekt in Gestalt einer dauerhaft gesteigerten Besorgnis zeigen. Völlig ungebunden, gleichsam frei schwebend oder man kann auch sagen frei flottierend, kann sie so wirksam und lebensbestimmend werden. Noch ein Hinweis zur üblichen Verwendung der Begriffe. Während die Furcht einer Reaktion auf eine konkrete, fassbare Bedrohung entspricht, wendet sich die Angst gegen eine potenzielle Gefahr, ohne sich zwingend an ein Objekt zu binden. Als Phobophobie bezeichnet man die Angst vor der Angst, eine Art Erwartungsangst, die häufig zu Vermeidungsverhalten führt. Angstsymptome umfassen immer die Triade Emotion, Kognition und motorisch-vegetative Aktivierung. Je nach Kernsymptomatik unterscheiden wir verschiedene Formen. Die Panikstörung zeichnet sich aus durch unvorhersehbare, plötzlich und wiederholt auftretende Angstattacken ohne objektivierbaren Auslöser. Psychische und körperliche Symptome kulminieren im Gefühl, zu sterben oder verrückt zu werden. Die Agoraphobie kennzeichnet eine Angst vor oder in Situationen, die der Betroffene nicht unmittelbar verlassen kann, aus denen also eine Flucht nur schwer möglich ist. So zum Beispiel bei Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel oder von Fahrstühlen, bei Aufenthalt in Menschenmengen, bei Kino- oder Theaterbesuchen oder beim Überschreiten weiter Plätze. Die soziale Phobie beinhaltet die Angst, im sozialen Kontext negativ bewertet zu werden. Die spezifischen Phobien, so muss es heißen, stellen die häufigste Gruppe der Angststörungen dar. Was sich dadurch erklärt, dass prinzipiell jedes Objekt und jede Situation zu einem Auslöser einer spezifisch-phobischen Reaktion werden kann. Die generalisierte Angststörung zeichnet sich durch eine überdauernde und exzessive Sorge und Befürchtungen aus. Diese Angst ist nicht objekt- und situationsgebunden, sie ist frei flottierend. Angst gehört zu den Grundvorgängen seelischen Krankseins überhaupt. Das heißt, Angst begleitet sehr häufig andere psychische Störungen, vielfach auch körperliche Erkrankungen. Therapeutisch finden Psychotherapie und Pharmakotherapie erfolgreich Anwendung. Antidepressiva gelten als Mittel der ersten Wahl. Benzodiazepine wirken schnell und zuverlässig, jedoch mahnt ihr Abhängigkeitspotenzial zu sehr zurückhaltender Gabe. Alles Wichtige ist gesagt. Nein, Sie müssen keine Angst haben, dass das schon alles war. Hier warten noch viele Clips auf Sie. Und angstreduzierend wirkt unbedingt das Abonnieren unseres Kanals. Ach, und übrigens, ganz unten im Text finden Sie Hinweise zu unseren Online-Vorlesungen für verschiedene medizinische Fachberufe. Das war's.